Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lego-Lädchen an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich für euch habe von 2016 aus der Technikserie 42049. Der kleine Bergbaulader, so ein kleiner Mineloader soll er wohl heißen. Genau so ist es. Und ich habe gedacht, den zeige ich euch mal. Ist ja irgendwie durchgerutscht. Und er hat Arox-Reifen. Und damit muss ich ihn euch auf jeden Fall zeigen. Kommen wir überhaupt nicht dran vorbei. Zu den wichtigen Themen. Es war ein kleines 40-Euro-Set, 470 Teile. Alles relativ entspannt. Wir kommen zu einer dramatischen Gesamtlänge von ungefähr 37, 38 cm. Breite, dickste Stelle so 12, 13. Höhe, Häuschen 10. Ha? Es ist ein überschaubares Ding. Die Funktionen sind noch ein klein wenig überschaubarer. Aber ich zeige es euch in epischer Breite. Es wird großartig. Passt auf. Hier oben ist ein kleines Rädchen. An diesem kleinen Rädchen kann man drehen, um diese Knickgelenklenkung hier an den Start zu bringen. Na gut, ganz knick läuft halt hier mit diesem großen Drehteller. Ja? Ganz, ganz entspannt. Mit diesem für meine großen Patschhände effektiv zu kleinen Rädchen. Das ist für mich, ich hätte lieber ein größeres drauf gehabt. Komme ich aber gleich noch zu, denn das hier ist ja eigentlich die Hauptfunktion, dass wir hier vorne diese wunderbaren Fässer mit unglaublich verseuchtem Material irgendwo in der Mine lagern können. Auf das sich andere Leute später darum kümmern. Ich warte, bis hier wirklich der Fokus kommt. Dieses Minirad hier, dieses kleine schwarze Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Zahnrädchen ist für diesen Greifer hier vorne verantwortlich. Hier haben wir einen Hebel, der legt das um. Damit können wir die Höhe verstellen. Ja? Nicht, dass ihr denkt, das wäre eine aufwendige Konstruktion, es wird einfach hier umgelegt. Es rastet aber ein, also man kann hier dann ziehen, da passiert gar nichts. Ja, das ist stabil, das ist keine Frage, das ist ein wirklich simpler Mechanismus. Jetzt setzen wir das Ding ab und jetzt haben wir hier dieses kleine Rädchen, was ich euch eben gezeigt habe, und daran drehen wir jetzt. Und damit sind wir davon weggekommen. Jetzt können wir theoretisch wieder hinfahren und dann schnappen wir uns das hoch und können wieder begeistern. Ganz ehrlich, das war's. Was soll ich sagen? Das ist es gewesen. Hier hinten haben wir noch einen netten kleinen Zweizylinder, der mitläuft. Aber, das seht ihr hier, da fehlt das Differential. Das läuft tatsächlich nur an dem Rädchen hier. Ja? Hier tut sich gar nichts. Finde ich schade, denn hier hat direkt eins reingepasst. Also ohne Probleme. Bisschen, ich mag Differential. Sieht einfach gut aus, wenn es da drin ist. Man kann es super weiterverwenden. Und jetzt komme ich auch zu dem Punkt. Für 40 Euro Liste. Damals war natürlich günstiger. Jetzt geistert der Einzelteilwert bei Bricklink im 6-Monats-Durchschnitt liegt so bei 45, 46 Euro. Also wir sind noch im ganz entspannten Bereich. Man kriegt den bei Bricklink auch von deutschen Händlern mit Versand um die 40 Euro rum noch. Also es ist noch nichts Großes passiert. Ich habe dieses Set aber sehr, sehr häufig auseinandergenommen. Aus verschiedenen Punkten. Zum einen großes Rad hier, dieser Kranz, dieser große, das ist der große Typ 3 Kranz. Werde ich auch oft gefragt, das ist Typ 2, Typ 3 und so weiter. Es geht darum, wie glatt die Oberfläche hier ist. Bei den Typ 2 ist die geriffelt und dann sind innen, ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt, aber innen ist dann auch bei manchen nochmal ein Zahnkranz, bei den älteren Typen. Müsst ihr mal gucken. Wenn ihr das Set, ihr geht zu Bricklink, wie immer, es ist nicht meine Plattform, bitte schreibt mir auch keine Mails, nur mal zwischendurch. Ich sag's auch mal wieder ein bisschen früher im Video. Ruft an, wenn ihr eine offene Bestellung bei mir habt und irgendeine Frage dazu ist. Kurz angerufen. Wenn ihr bei Bricklink auf die Seite geht, bricklink.com, nicht in meinen Shop, sondern die Seite, gebt oben 42049 ein, kommt dieses Set. Dann könnt ihr auf die 470, 76, was auch immer, Teile klicken. Dann bekommt ihr die alle aufgelistet, zum Beispiel auch diesen Kranz. Da könnt ihr draufklicken und dann seht ihr auch direkt unter dem Bild, dass es noch verschiedene Varianten von diesem Zahnkranz mal gab. Das ist einfach mal interessant. Kurze Sache noch. Hier seht ihr da drin eine rote Sechserachse. Das Set war das erste nach dieser 10-Jahres-Pause, irgendwann 90ern und Anfang 2000 waren die schon mal kurz da, dass diese roten Sechserachsen wieder gekommen sind. Und, Moment, die war doch hier hinten irgendwo. Wo ist sie hin? Hier drin schwirrt eine gelbe 7er-Achse rum. Haben wir die irgendwo quer gepackt? Ich glaube, die hatten wir irgendwo quer gesteckt. Das war das Anfang des Elends der gelben Achsen. Ha, hier ist sie. Hier sieht man sie. Hier ist sie drin, in dem Zwischenstück. Was soll man tun? Das wollte ich euch teilmäßig noch gezeigt haben. Und, wenn wir den hier mal auseinanderkurbeln, das hier sind zwei
wunderbare Teile. Die gab es in durchsichtig blau auch mal in einem Ultra Agent Set und mal in einem Ninjago Set. Ansonsten sind es Hero Factory Teile. Sind in Technik ansonsten nicht vorgekommen. Ich finde sie gar nicht schlecht. Ich finde es ein bisschen schade, dass die hier einfach nur zusammengesteckt sind. Man hätte die hier auch so als Scharnier benutzen können. Dann wäre es irgendwie lustiger gewesen, finde ich, wenn das ein Scharnier wäre. Oder? Irgendwie cooler. So ist zusammengesteckt und soll auch zusammengesteckt bleiben. Hier sind übrigens Aufkleber drauf, denn dieses Set stammt aus dem Fundus meines lieben Kunden Stefan. Vielen Dank dafür. Wollte ich euch mal kurz gezeigt haben. Und hier sind dann die Aufkleber drauf. Das kennt ihr auch aus dem 42063er Motorrad oder so. Hier, das sind diese Paneele. Die sind ja mittlerweile recht häufig bei Technik verbaut. Die waren damals etwas Besonderes. Ja, kamen in Gelb dann dazu, sind ja mittlerweile wirklich in der Technikwelt recht weit verbreitet. Und erfreuen uns mal, oder es nervt die, die die Paneele nicht mögen. Es geht so hin und her. Die vier Arox-Reifen möchte ich nochmal kurz erwähnt haben, nur für die, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt haben. Hier sind Arox-Reifen drin. Hier vorne, das ist der Grund, warum der Arm so langsam funktioniert. Das ist hier dieses Schneckenwurm-Ding. Unten drunter ist das große dunkelgraue Zahnrad, was Rutschkupplungsgröße hat. Ihr wisst Bescheid, seht ihr das eigentlich irgendwie? Ich glaube schon. Natürlich dieses Langsame über dieses Schneckending hier, das nervt natürlich in der Bedienung unfassbar. Hier vorne sind übrigens Gummikonnektoren, um das Ding zu halten. Der Vorteil ist natürlich, dass es nicht zurückrauschen kann. Das Ding ist echt fest. Also hier das rückwärts über dieses Zahnrad hier unten zu drehen, dass man die umgekehrte Bewegung hat, das geht nicht. Und das ist natürlich ein gewisser Vorteil, um das hier zu stabilisieren. Und das muss man auch sagen, das Ding greift das auch und hält es ernsthaft fest. Also es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie rausfallen würde. Diese Gummikonnektoren hier vorne leisten wirklich gute Arbeit. Ansonsten finde ich es ein bisschen hässlich. Das ist aber jetzt mein Geschmack. Ne? Das ist ja jetzt mal die ganz andere Sache. Ich finde irgendwie, so ein Teil wäre schon mal cool. Kennt ihr das, wenn ihr mal im Deutschen Museum seid und ihr seht da diese Bergbaugeräte? Ist unfassbar, was da unter Tage für ein Geräuschpegel auch am Start ist. Unfassbar. Ich bin da komplett raus, aber ich war mal in so einer Mine und irgendwie mal einen Ausflug gemacht und grrr. Aber diese langen, flachen, unfassbar mächtigen Teile, die da unten bewegen, die Knalle. Das sieht schon, dieses lange, flache passt schon irgendwie, aber das Mächtige fehlt mir da ein bisschen, um das cool zu machen. Also zum Thema cool übrigens, gell? Ich mache da auch nochmal ein längeres Video drüber. Geräusche hier. Ja. Es ist auch hier so offen. Ich weiß, es ist ein 40-Euro-Set und so, ist ja okay, 476, aber ich hätte es ein bisschen cooler gefunden, wenn es ein bisschen, so ein Ding mal als 150-Euro, 200-Euro-Set, oder? So ein richtig langgezogenes, flaches Ding, vielleicht nicht wieder mit der Schaufel vorne im Frontlader der 700ste, sondern irgendwas anderes mal, was es da Cooles gibt. Aber so ein Greifer-Ding hatten wir in der Form ja noch nicht so wirklich, also von daher finde ich das ganz fein. Und haben wir früher mal, ich glaube B-Modelle waren mal welche mit Greifer. Also egal, ich hätte es mal cool gefunden in richtig groß und mächtig. Die sehen irgendwie gefährlich aus. Vielleicht auch nur, weil ich sie mir aus der damaligen Erinnerung irgendwie gefährlich vorgestellt habe, weil das irgendwie, ich bin ziemlich groß in so einer Mine, ganz ehrlich, da gehöre ich mit meinen 2 Metern nicht hin. Aber es ist lustig. Und laut. Laut, meine Güte. Ja. Aber egal. Ich erzähle ein anderes Mal von meinen Minenabenteuern. Ganz wunderbar. Ich weiß nicht. Es ist ziemlich simpel gehalten, oder? Aber ich mag die Teile. Guckt mal, da sind Arox-Reifen dran. Ja. Haben wir jetzt ja auch wieder am Gabelstapler. Deswegen bin ich ja gerade ganz happy. Eine Zeit lang habe ich den ziemlich hoch gehalten, weil er wirklich eine günstige Art war, an die Räder zu kommen. Über den Gabelstapler geht es aktuell besser. 42079, ihr wisst Bescheid. Dann braucht ihr eigentlich den hier nicht mehr auszuschlachten, außer er gefällt euch und er muss in eure Sammlung kommen. Ich wollte auf jeden Fall mal drüber geredet haben. Der Vollständigkeit halber auf jeden Fall. Kommt gerne mal in den Laden. Donnerstag, Freitag, Samstag bin ich für euch da. Jetzt in der Weihnachtszeit werde ich dann auch ankündigen, wenn ich die Dienstage und Mittwoche dazu nehme, damit wir ein wenig mehr Zeit miteinander haben. Und dann ist der Ersatzteile-Shop zu. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. So wird das sein. Habt eine ganz großartige Zeit. Ich werde hier jetzt noch ein bisschen was verladen. Ja, richtig, so machen wir es. Macht's gut, bis bald.